Hallo Freunde von Neverwinter. Wir befinden uns wieder im Ring des Grauens, in dem Kampagnengebiet von Neverwinter. Und man muss hier ein paar Sachen aufsammeln. Von den Pigeon. Eigentlich eine sehr schöne Map. Mit tollen Features, Details. Ein riesen Knochengedöns. So, hier geht's weiter. Ja. Die Möpse können sprechen. Ihr seht, bekomme ich die Viecher leicht gekillt. Und hier muss man jetzt diese Dinger aktivieren. Nein, Tasche immer noch voll. Müssen wir mal bei Gelegenheit leeren. Okay. Okay. Ach hier. Diese Fragmente braucht man für Sachen im Kampagnenladen oder Kopfgeldladen zu kaufen. Ja, der ist zäh, der Bursche. Aber ich werde ihn gleich
ins Jenseits schicken. Und tot ist er. So, diese Dinge hier aktivieren. Fertig. Und jetzt können wir zur nächsten Kampagne übergehen. Oh, fertig. Jetzt wieder zu den NPCs, die Questen abgeben. Da reiten wir schnell hin. Und somit haben wir wieder ein paar Kampagnenaufgaben der Kampagne des Ring des Grauens gleich abgeschlossen. Indem wir halt zu den Leuten bzw. NPCs, wo wir die Questen herhaben, diese abgeben. Ich dachte, es gäbe keine größere Gefahr für Neverwinter als den Ab. Wenn wir Glück haben, wird dadurch der Flut von Teufelchen Einhalt geboten. Zumindest für den Moment. Man bekommt halt für diese Questen Vorkämpferscheine, die man halt für die Kampagne des Ringes braucht. Möge Celebrimbor euch zur Ruhe. Hätten wir bloß Velindra beim Angriff auf Neverwinter getötet. Denkt an all die Leben, die wir hätten retten können. Da der schwarze Onyx langsam zur Neige geht, sollten wir etwas Spielraum haben. So, wir sind mit den Sherendar-Questen für heute fertig. Und das soll's erstmal gewesen sein. Bis zum nächsten Mal, Freunde von Neverwinter. Seht euch das mal.